So, ich sitze jetzt hier vor den Werken, den Arbeiten meiner Frau Dasha Wern. Die ist Künstlerin und wir haben uns beide auf der Kunstakademie in Düsseldorf kennengelernt. Und da habe ich auch noch neben der Kunst etwas anderes kennengelernt, über was ich jetzt erzählen will, und zwar den Jazz. Anfang der 60er Jahre war der Jazz in Deutschland noch nahezu unbekannt. Es gab diese übliche 50er Jahre Schlagermusik. Es gab auch Dixieland, das war natürlich bekannt. Aber der richtige Jazz, vor allem der zeitgenössische Jazz, war fast völlig unbekannt. Auch ich hatte außer oberflächlichem Hören da keine großen Erinnerungen. Wir hatten zwar auf unseren Karnevalsfesten immer mal wieder auch Dixieland gehört. Ich hatte auch sogar schon richtige Jazzmusiker erlebt, Harry James zum Beispiel. Aber das habe ich erst sehr später erfahren, dass es der war. Also ich habe damit damals nicht viel verbunden und ich hatte eigentlich eine eher ironische Distanz. Was mich mehr interessiert hat, war die zeitgenössische E-Musik, also so Leute wie Bela Bartok oder Webern, Schönberg, aber dann eben auch schon Stockhausen oder solche Leute. Und dann hatte ich einen Kommilitonen, der ist später Grafiker geworden und der hatte eine Riesensammlung von Jazz-LPs. Und wie das bei vielen auch in den USA so gewesen ist, denn Jazz lernt man über die LPs kennen. Und ich hatte ja damals als Student nicht so viel Geld, ich habe ein Stipendium gehabt, natürlich als Kriegsweise, und hatte etwa 100 Mark zur Verfügung. Dazu muss man wissen, dass eine Langspielplatte damals über 20 Mark kostete. Das heißt, da war dann eine Woche weg. Und man konnte allerdings sich auch was dazu verdienen als Student. Also ich zum Beispiel Volkszählungen gemacht, so am Weg, so wie Heinrich Böll, der hat darüber mal eine schöne Geschichte erzählt. Und alles mögliche andere. Und mich hat durch das Hören das sofort fasziniert. Und ich habe dann, der zweite Zugang war der, dass ich mir das Büchlein von Joachim Ernst Behrendt über den Jazz gekauft habe und es verschlungen habe. Das heißt, ich habe mir diese Musik A durch Hören, und zwar vor allem Hören an der LP, und dann auch durch Lesen erschlossen. Und das Kaufen war dann die dritte Sache, dass ich mir selber natürlich auch was kaufen musste. Wir hatten so einen kleinen Philips-Plattenspieler, so einen Koffer-Plattenspieler. Und da konnte man dann eben auch die Platten abspielen. War keine große Anlage. Und das ging dann so: Das erste war eine kleine Platte, die ich mir noch im Kaufhof gekauft habe, Armand Gordon. Das war so Ragtime. Das zweite war Thelonious Monk, eine Langspielplatte, The Unique Monk. Und das dritte war dann schon Charlie Parker. Also das heißt, das ging in Riesenschritten in die Moderne rein. Und später dann, ich habe ein paar Platten mal mitgebracht hier, ich habe eine große Plattensammlung, die ich mir damals sozusagen abgespart habe vom Mund. Und das fing natürlich an, mein Interesse bei Count Basie und Lester Young, also durchaus klassischen Jazz. Ich finde auch nach wie vor Lester Young ganz fantastisch und was im Swing sich getan hat. Aber es ging dann eben bis zu den Newport Rebels, solchen Leuten wie Mingus oder Eric Dolphy, Max Roach, Roy Eldridge ist ja wie ein Klassiker. Da haben sich also Alte und Neue zusammengefunden und haben zusammen gespielt in Newport, haben ein Zeltlager gemacht aus Protest gegen den kommerziellen Jazz. Das lag mir sehr. Ich war also auch natürlich als jemand, der nicht viel Geld hatte, durchaus in der Richtung etwas revolutionär eingestellt. Und besonders der Bebop hat mir gut gefallen. Also zum Beispiel hier habe ich eine Platte, The Amazing Bud Powell. Bud Powell sah so ein bisschen aus wie mein Bruder, der mit 30 am Gehirntumor verstorben ist. Und irgendwie hatte ich dadurch eine besonders enge Beziehung zu ihm. Ja, und der größte war für mich Coltrane. Wir haben also Coltrane dann nach einiger Zeit entdeckt
Und da hatte er noch nicht dieses berühmte Quartett, das hier auch live at Birdland drauf ist. Also jetzt, ich schaue mal gerade nach, ist es richtig? Mick McCoy Tyner am Piano und Jimmy Garrison am Bass und Elvin Johnson Drums. Und die ersten Platten waren aber Platten, die also noch bei Miles Davis entstanden waren und dann, als er zum ersten Mal dann ein Quartett gebildet hat. My Favorite Things ist da besonders berühmt. Und ich erinnere mich, dass wir am Chiemsee, habe ich meine Frau hingeschleppt, um ihr dann den Chiemsee auch zu zeigen, und da haben wir gemalt. Und in München haben wir vorher drei Schallplatten gekauft und zwei waren von Coltrane und eine war von Thelonious Monk. Und die haben wir also dann die ganzen 3, 4 Wochen, wie wir da gearbeitet haben, immer von morgens bis abends haben wir diese Platten gehört. Ich war natürlich sehr angetan von dieser Musik und wollte meinen Freundinnen aus der Schulzeit, der Marie-Louise Kreuter und der Mechthild, wollte die vorspielen, habe die eingeladen und habe ihnen dann ein Coltrane-Stück vorgespielt, was über eine ganze Seite lang ging. Und das war die absolute Zumachung. Also 5 Minuten konnten die zuhören und dann war es aus. Und sagte ich, schrecklich, stell diese Musik ab. Und ich erinnere mich auch, dass mein Lehrer Fassbender, der ja nun in den 20er Jahren geboren, oder 1910 war der wohl geboren, und 20er Jahren und 30er Jahren aufgewachsen ist, der hörte sich ein Stück von Coltrane an, und zwar Wax and Frayne. Das ging so relativ rhythmisch los. Und das hörte sie an, spitzte die Ohren, und dann setzte die Improvisation von Coltrane an und da war sie abgewandt. Das war also auch für die alten Herren nix. Und dann haben wir Coltrane das Quartett live erlebt. Und das war wirklich eine der größten Musikerlebnisse, die ich gehabt habe. Wir hatten eine Karte bekommen, eine relativ billige Karte, die war auf dem Podium hinter der Band. Und ich saß also mit Dasha unmittelbar hinter Elvin Jones. Elvin Jones, muss man sagen, der spielte also 4 verschiedene Rhythmen gleichzeitig. Ne? Also er hatte links die Basstrommel. Die schlug er in unregelmäßigen Rhythmen. Dann schlug er dazu einen anderen Rhythmus hier auf dem Becken. Ja. Hatte die Snare Drum, wo er wieder einen dritten Rhythmus schlug. Und der einzige durchgehende Rhythmus und überhaupt der einzige Rhythmus der ganzen Band, denn der Bass spielte keinen durchgehenden Rhythmus mehr, sondern lange Melodielinien. Es war die Charleston-Maschine, die tschu, tschu. Das ist nun sehr anstrengend, und wie ich später dann erfahren habe, hat Elvin Jones damals auch schon gespritzt, Heroin. Jedenfalls saß er nach einiger Zeit in einer Lache von Schweiß. Und wir haben eigentlich von der Musik auch wenig gehört, außer diesem Schlagzeug. Wir sind dann nach der Pause sind wir ganz hinten hingegangen und haben dann dieses wunderbare My Favorite Things, was Coltrane auf dem Sopransaxophon so ganz elegisch und wie so eine lange Ballade spielt, gehört, und das war einfach wunderbar. Ich war so fasziniert, dass ich Coltrane einen Brief geschickt habe, schicken wollte, den ich allerdings nie abgeschickt habe.